Ich bin der Flemur Scholem, wir sind Freitag, 22. Oktober 2021, um zur vorherigen Aufgabenstellung nochmal zurückzukommen. Jetzt habe ich den Fehler entdeckt, den ich vorher gemacht habe. Es ist ja darum gegangen, die Wurzel zu berechnen ohne Taschenrechner. Und wieso man das so... oder von wo das Verfahren kommt. Das ist folgendes. Jetzt habe ich vorher das hier gezeichnet, das heisst, und jetzt sage ich es nochmal, der Fehler ist da, dass das ein R Quadrat ist. Das ist, R ist dann nur, also nur. R ist in dem Fall einfach nur die Hypotenuse. Also wir haben das Rechteck, wir wissen, das hat einen bestimmten Flächeninhalt, eine Höhe A, Breite B. Wir übertragen das A auf. Bestimmt auch den Mittelpunkt. Und hat dann hier den Mittelpunkt, da zieht man die gerade Linie nach oben. Und da haben wir den Radius R. Die Höhe hier davon ist dann... Die Höhe hier davon nehmen wir H und das H im Quadrat. Das H im Quadrat, das ist der gleiche Flächeninhalt wie unten. Wie A mal B. H Quadrat, was ist H eigentlich? Das ist die Hypotenuse. Wir können also hier rechnen, die Wurzel von h ist r Quadrat minus hier die Distanz. Was ist das für eine Distanz? Das ist die Distanz von b minus m. Das ist b minus das m im Quadrat und das Ganze unter der Wurzel dann. Jetzt können wir uns überlegen, was ist R im Quadrat? Was ist eigentlich R? R, das ist der Mittelpunkt, also A plus B unter geht einfach 2 im Quadrat minus, und dann haben wir auf der anderen Seite minus die Länge B minus M. Was ist M? Das ist eben einmal A plus B Zweitel. Quadrat das Ganze. Dann haben wir hier a plus b Zweitel im Quadrat minus, und dann b, das muss man jetzt hier anpassen auf, man macht das gleich nennen, das heisst, kommt oben und unten das 2 hin, dann haben wir 2b geht durch 2 minus a plus b geht durch 2 im Quadrat, und das geht wiederum Wurzel von a plus b durch 2 im Quadrat minus, und dann machen wir das Ganze gleich in Änderung hier drin, dann haben wir hier minus a, also 2b minus a, 2b minus a minus b, und das geht hier drin dann einfach minus a plus b. Genau, geht einfach 2 im Quadrat. Heißt also, das unter der Wurzel, und dann geht das da rein. A Quadrat plus 2ab plus b Quadrat geht auch durch 4. Das Ganze unter der Wurzel. Und hinten haben wir minus. Da geht auch durch 4. Und dann haben wir minus a mal minus a ist a Quadrat. Minus a mal b ist minus ab, also minus 2 mal ab. Am Schluss haben wir noch plus b Quadrat. Und jetzt, wenn wir das gleich in Änderung machen, dann merken wir, da fallen wichtige... Da fallen ein paar... nehmen wir mal das hier weg. Das gibt gleich 21. Also ich rechne jetzt da oben weiter. Dann haben wir hier a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat minus a Quadrat minus, jetzt kommt ein Minus, sondern plus 2ab, weil wir da vorne noch Minus haben und da oben. Dann haben wir minus b Quadrat, und das Ganze geht einfach 4. Dann fällt a Quadrat und a Quadrat weg.
b-Quadrat. Und b-Quadrat fällt weg und wir haben hier Wurzel von 4. ab gibt einfach 4. Das Ganze unter der Wurzel. 4 und 4 fällt weg, dann haben wir Wurzel von a mal b. Also ist h-Quadrat die Wurzel von a mal b, stimmt das echt? Das kann schon stimmen. Da können wir auch H-Quadrat, jetzt können wir das gleichsetzen. Ich mache es so, dass man versteht, dass das jetzt nicht irgendwie. H-Quadrat, dann nehmen wir. Das ist natürlich nicht H-Quadrat, sondern das ist einfach nur. H ist das da. Das da ist eigentlich H. Die Länge von H ist das da. Und das definiert. Dann nehmen wir da H. Und jetzt ist der Flächeninhalt von H Quadrat. Genau. Und jetzt kommt es. Dann tun wir beides quadrieren. Dann nehmen wir AB gleich A mal B gleich H im Quadrat. Und das soll der Beweis sein. Dass der Flächeninhalt von dem Quadrat oben das gleiche ist wie das Rechteck da unten. Was wir also suchen müssen, ist, wir müssen gar nicht so lange suchen, sondern wenn wir eine Zahl haben und von der Zahl die Wurzeln haben wollen, dann wählen wir mal das A und das B aus. Und dann schauen wir, dass wir die Distanz von A und B so klein wie möglich gestaltet. Warum? Damit hier in unserer Zeichnung, damit wir hier schon fast wie ein Quadrat haben, auch wenn es nicht ganz ein Quadrat ist und wir das hier oben übereinander. Wenn hier den halben Kreis zeichnet, hier der Mittelpunkt wirklich nebendran liegt. Warum? Weil dann ist die Chance gross, dass der Radius und die Höhe gleich sind. Und wenn sie gleich sind, dann haben wir die Wurzel. Das ist eigentlich das Ziel, das macht man in dem Verfahren, wo man sozusagen die Wurzel berechnet, ohne die Tasche rechnet. Das ist eigentlich alles. Das ist eigentlich nur eine Methode, wie man so einfach wie möglich die Wurzel findet. Und wenn man dann irgendwie zwei Zahlen hat, dann kann man dort immer näher reingehen. Ich schaue gerade noch, wie ich das jeweils gemacht habe, dass ich das vielleicht beim nächsten Mal einfach zeige. Und dann tun wir dort einfach versuchen, ausprobieren, bis es klappt. Aber gut, das ist eigentlich ein anderes Thema. Ich wollte dann echt beim Thema bleiben. Ich habe jetzt das eher gemacht für mich, weil jetzt das schon ein Jahr her ist und ich noch will wissen, ob ich das noch kann. In der nächsten Aufgabe geht es darum, dass wir gewisse Punkte bestimmen. Gut.